Wir können jetzt einiges erkunden. So, aber jetzt geht's kurz in das Level 1. Level 1, wo war das? Das ist gut. Ich finde, der hat mich nichts anzugehen. Ich will hier nur kurz durchgehen. Ich bin auf der Duschreise. Ah, ich bin aber wieder kommen. So, ich sammle nicht. Anderes wäre gerade egal. Nibaldor, verschwinde. Ah, ich hab ihn verschwinden lassen. Und eine Bombe. Da ist noch eine Truhe mit einer Zaubermuschel. So, ich habe jetzt 3 Stück. Wundert euch nicht, dass ich die ganze Zeit nachgucke, denn für die Taktik, die ich mit den Zaubermuscheln habe, ist es sehr wichtig, dass ich ab einer bestimmten Zeit keine mehr einsammle. So, wir gehen wieder raus. So. Ich überlege gerade, da sind noch mehr Zaubermuscheln. Ich wüsste eigentlich, müsste ich das erkennen, sobald ich die Gegenden sehe. Ich weiß, dass es hier noch eine gibt, aber ich habe noch nicht den Gegenstand dazu. Es gibt auch mehr Zaubermuscheln, als man eigentlich braucht. Man braucht 20 und ich glaube, es gibt 26, aber ich schaffe das normalerweise, die 20 einzusammeln, nachdem ich so bei Level 5 war. Okay. Wir gehen ins Dorf. Eigentlich gehen wir nur durchs Dorf. Und so, Steppe. Tobi ist wieder da. Übrigens, ist es verdammt wichtig für den weiteren Verlauf der Story jetzt, dass man... was wollte ich... Ja, dass man die Tauschgeschäfte macht, die ich jetzt gemacht habe, dass man die Bananen hat. Die Bananen sind wichtig, die braucht man unbedingt, sonst kommt man der Story nicht voran. So, da oben war noch eine Höhle. Da wollen wir hin. So, erstmal ist da so ein kleiner... Fällt mir ein, ich glaube jetzt im Zauberwald, da hätte ich erstmal hingehen sollen. Ich werde gleich mal zum Zauberwald gehen. Das ist jetzt ein bisschen spannender, die Sachen da noch anzugucken im Zauberwald. Da ist 50 Rubine gefunden. Sehr schön. So, also ich entscheide mich jetzt doch zuerst in den Zauberwald zu gehen, doch der Kraftarbeit Unsinn anzustiften. Ich eigentlich auch auf dem Rückweg machen können. Jetzt in der Gin-Grotte, da habe ich jetzt nicht richtig drüber nachgedacht. Ich wollte irgendwie nur schnell Tobi abgeben. Ihr fragt euch sicher, hat man Stupi nicht einfach die ganze Zeit miteinander spazieren können? Hätte man nicht die ganze Zeit mitnehmen können? Nee. Der macht einem alles kaputt. Man kann nicht wieder Story voranfahren. Wenn wir dann da sind, dann zeige ich euch das. So, verschwindet mal. Ich hab gerade keine Lust auf Wirbelattacken. So. Und geht's. Noch eine Zaubermuschel. So. Ich habe jetzt 4 Zaubermuscheln, das heißt, ich darf nur noch eine sammeln und muss dann erst mal zu diesem bestimmten Punkt kommen. Das ist nicht mehr so lang kommen sollte. So, ich muss gerade mal gucken. So genau erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Verdammt! Verschwindet! Ich weiß nicht mehr so genau, wo genau die Sachen noch im Zauberwald waren. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. Es gab jedenfalls noch eine Sache, die ich suche. Die da ist es nicht. Hier gibt es nichts. Da oben könnte eine Fee sein. Nee, das ist keine Fee. Hab ich geirrt. Ich habe ein paar Rubine hier drunter. Rubine brauchen wir noch eine Menge. So. Nicht, weil wir viel kaufen müssen, sondern weil wir etwas Teures kaufen müssen. Da ist eine Fee, die würde erscheinen, wenn ich wenig Herzen hätte. Ach ja, die Schaufel, die soll ich mir auch mal zeigen. Wir können nämlich auch einfach so graben und da kommen dann manchmal Herzen oder. Da ist ein Herz oder Rubine raus. Aber hauptsächlich benutzen wir sie für die. Wir benutzen sie hauptsächlich für die Zaubermuscheln. Na komm! Och, verdammt! Doch die Wirbelattacke nehmen sollen. Okay. Runter. Und es ist ein kleiner Brunnen mit Teufelsstatuen. Da ist jemand Satanist. Zauberpulver. Meine Fee oder was? Oh. Er stört mich da wieder beim Schlafen. Du? Ah, toll. Vielen Dank auch, finde ich. Echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja, ja, bitte. Das sieht irgendwie aus wie so ein Todesstrahl. Hehe, jetzt wirst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Ach, ja, das geschieht mir recht. Also mir ist es gerade recht. Jetzt kann ich nämlich 40 Säcke mit mir rumschlagen. Rumtragen meine ich. Ich hab mich wieder versprochen. Ich fasse mich ständig. Das ist nicht nur, wenn ich vor anderen rede, sondern auch, wenn ich ganz normal rede. Oder auch am Telefon, auf der Arbeit. Das sind irgendwie so Sachen, die gehören schon zu mir. Ich kenne mich gar nicht anders. Teilweise kommen aus diesen Raspern auch wirklich witzige Sachen zustande, sodass man sich totlacht.
Da kann ich doch nicht hin. Da brauche ich noch einen anderen Gegenstand. Wir wissen, wo es noch ein Herzteil gibt. Das Herzteil holen wir uns. Das wollen wir haben. Denn da haben wir nur einen Herzcontainer. Mist. Jetzt habe ich meinen Teil der Macht verloren. Jetzt bin ich kein Jedi mehr. So. Fledermäuse verschwinden. Nicht so stehen bleiben. Jetzt kommen wieder die Bälle. Hopp. Ja, manchmal werden die nicht zu klein. Mein Gott, Ahorn. Manchmal verschwinden die Bälle sofort, wenn man sich schlägt. Okay. Ein Herzteil, es gehört dir. Vier Herzteile. Jetzt kommst du einen neuen Herzcontainer. So, da ich 190 Rubine habe, werde ich mal zu Geierwolle gehen, da ich jetzt schon so in der Nähe bin. Ach Mann, das hat wehgetan. Moment, das hat gar nicht wehgetan, ich habe das Götterahorn. Das habe ich leider nicht mehr, Menno. Tja, Begrenzung an das Gameboy halt. Ich finde es schon cool, dass es die Teile da gab. Teilweise machen wir das Spiel aber auch leicht, das gebe ich zu. Und ich sammle immer einen, wenn ich eins von denen sehe, weil die sind halt eine echte Bereicherung. Sollte man den liegen lassen. Auch wenn die Musik von denen ein bisschen nervt. So, da drüben geht's so Geierwalli. Das ist die Geierwalli. Gar nicht so schlecht aussehen, was? Hallo, ich heiße Geierwalli. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Und? Zahlst du mir 28 Rubine? Ja. Okay, Süßer, du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meine geheime Medizin. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Ja, das Ding ist sowas wie in Continue. Sowas wie die Feder in der Flasche. Pistel der 3. Der Preis, der variiert übrigens. Manchmal kostet das 7 Rubine, manchmal 28 und manchmal sogar 49 Rubine. Ganz schön teuer. Was bemerkenswert ist, all diese Zahlen lassen sich durch 7 teilen. Ich weiß aber nicht, was die 7 damit zu tun hat. So, jetzt wo ich im Zauberball war, kann ich endlich mal die Steppe hier erkunden. Ja, ein Opfer auch mit Flügeln, die kriegt man ein bisschen mit der Wirbelattacke platt. Da unten gibt's noch ein Häuschen. So, noch weiter am Süden. Können wir erstmal nicht lang. Da brauchen wir nämlich noch was anderes. Ach, wieso lese ich das Schild? Was hat Ulrira uns zu erzählen? Tut, ja hier, Ulrira. Hast du bereits mit jedem auf der Insel gesprochen? Südosten des Möwendorfs beim Schicksalsacker lebt ein Mann namens Richard. Warum besuchst du ihn nicht einmal? Tschüss. Ich weiß nicht, wo man sagt, im Südosten des Möwendorfs, weil das ist ein ganz schön weiter Weg von Richard. Mit dem werden wir jetzt tatsächlich sprechen. Denn ohne den kommen wir nicht in den Level 3 Dungeon. Wir lassen aber auch ein bisschen hier die Steppe erkunden. Hier gibt es noch mal eine besondere Sache. So, da sind Greifer. Einfach warten. Oh, wie schön, ein Teil der Macht. Wenn die einen greifen, dann kommt man, glaube ich, ins Loch, dem Loch und jetzt ist er ins Loch gefallen. Hui. Ja, sehr schön. So, es geht übrigens derselbe Trick wie Zelda 3. So, wenn man so ein Geräusch macht. Verdammt. Da kam ich noch nicht durch. Das waren die seltsame Steine. Ich konnte leider nicht mit ihnen sprechen. Ja, sprechen, ich meine sie untersuchen. Weil die Sonne mich rausgestoßen hat. Verdammt. Die Sonne mich rausgestoßen hat. Aber die muss man umrennen. Wir haben noch nichts zum Umrennen. Okay, jetzt tue ich mich aber gerade zu oft schnappen lassen. Eine Bienenwabe. Leckerer Honig. Nee, ich mag Honig nicht so. Aber viele Leute mögen ihn. So, da ist noch eine Höhle. Ach, eine Fee, die kommt mir gerade recht. Lass mich deine Wunden heilen, entspanne dich und schließe die Augen. Und schon sind wir wieder gesund. Oh, wir haben ja genau 100 Rubine. Was für eine schöne Zahl. Wie schön rund. So, wir gehen weiter. Da brauchen wir eine Bombe. Der Riesenkopf ist weg. Ein hässliches Ding. Naja, ich bin nicht mal weg. Meine Wirbelattacke macht dich schon blöd. Die Viecher haben Nerven. Die kann man ja so schlecht erwischen. Gut, jetzt hier lang. Und hier wollen wir hin. Noch weiter. Sind wir endlich mal da. Kanalentschluss. 10 Minuten. Was? Wir brauchen noch eine 10 Minuten bis dahin. Richards Villa. Ein Loch.
mit Richard reden. Er sei gegrüßt, vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen. Aber er möchte den Schlüssel zur Oranga-Steppe? Ich kann ihm helfen, für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Jo. Gut, aber um ehrlich zu sein, es sind genau 5 Blätter und ich will alle. Er sollte sich eine Schaufel kaufen. Mache er sich nun auf den Weg. Ja, deswegen habe ich die Schaufel gekauft. Denn ohne die kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Deswegen sollte man fleißig die Rubinschuhe einsammeln. Darum lang zu gehen, bringt glaube ich erstmal nichts. Ich will aber gerade nur Gras mähen. So. Ja. Schleimschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Das ist mit Level 3. Da wollen wir aber erst später hin, denn wir haben ja noch einen Schlüssel. So. Oh verdammt, ich habe ja gar nicht die Feder gehabt. Ich wollte eigentlich ein bisschen herumspringen. Mist, das war jetzt Punktenverschwendung. Da sind wir wieder in der Gegend. Jetzt einfach an allem vorbei. Herunter. Wieder der Moblingkopf. Ja, das war ein Moblingkopf. Mit viel Fantasie sieht man's. Ach, das war nicht gesehen. Verschwindet. Und noch ein Telefonhäuschen. Gut, vor allem Rira um Rat. Müsste ich nicht machen, aber. Sag, magst du Bananen? Sprich doch mal wieder mit den Leuten im Möwendorf. Ja, da ist der Hinweis darauf, dass ich die Bananen besorgen muss. Also, das Spiel ist eigentlich wirklich so. Ich bin 50 Schritte nur noch. Soll ich zählen? Also, 1, 2, 3, 4. Das ist bescheuert. 5, 6, 7, 8, 9. Das waren keine 50 Schritte. Auf geht's. Ich will auf dem Kanal den Schloss. Da, der Affe. Wenn man jetzt mit Struppen hier hingehen würde, dann würde der den Affen zum Kampf herausfordern und auffressen. Aber wir brauchen den Affen unbedingt. Bananen, Bananen. Oh, haben wir. Du, Kiki, geben? Kiki. Er hat die Bananen hochgehalten. Bananen, Bananen, Bananen. Oh, Kitty freut sich. Affen, komm, danke.